Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Wir wollen natürlich hier zu Hause gewinnen für unsere Fans. Eine gute Kulisse, wenn das 20.000 werden oder wenn es knapp runter ist, ist auch egal. Dann ist das, glaube ich, auch nochmal eine tolle Kulisse hier. Und wir werden alles dran setzen, Nürnberg das Leben schwer zu machen. Wir müssen unser Spiel nach vorne verbessern. Das ging die ganze Saison, glaube ich, mal rauf, mal runter. Und wir werden nicht aufgeben, dafür zu kämpfen. Und wir werden nicht aufgeben, daran zu arbeiten, dass wir an dem Tag ein gutes Händchen im Spiel nach vorne haben und aus unseren Chancen rausspielen und aus unseren Chancen auch Tore machen. Ansonsten zu Nürnberg. Ja, hat natürlich eine lange Serie, die jetzt gebrochen ist. Nichtsdestotrotz ist eine klasse Mannschaft, die, ja, für die es auch noch um alles geht. Auch möglicherweise, wenn oben einer ausrutscht, natürlich nochmal dran zu kommen. Deswegen rechne ich hier mit einem abwechslungsreichen Spiel und wir werden unseren Teil dazu beitragen. Von der Fitness her ist er ein Thema. Er könnte, Mogoide hat jetzt nicht überzeugt in der letzten Woche, das hatte aber kaum einer richtig. Also es war ja nicht schlecht, aber es war auch nicht wirklich gut. Von daher ist es eine Überlegung. Mo hat aber auch gut trainiert die Woche. Vom Training her vielleicht ein Tick stärker als Manu. Ich weiß es noch nicht. Beides ist möglich. Ich tendiere zu Dominik Peitz. Die zweite Möglichkeit wäre ja, Grischer zurückzuziehen, aber im Moment tendiere ich dazu, dass der Peitz, das heißt, er hat es auch verdient, einfach wieder mal von Anfang an aufzulaufen. Es ist halt im Kampf mit den anderen, ist es halt eng. Das heißt ja nicht, dass er jetzt komplett daneben ist. Es ist einfach so, dass dadurch, dass Mo ja auch seit der Rückrunde konstantere Leistung bringt, das war vorher nicht der Fall, ist es ja nochmal enger. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.